Hi, wir sind NSOK und wir sind gerade auf Tour hier mit den Emil Bulls und wir haben uns ja überlegt, dass ihr über AskFM uns Fragen stellen könnt und jetzt haben wir uns mal in den Bus hier oben gesetzt und wollen mal euch die Fragen beantworten. Okay, hier mit dabei ist noch der Norbert und der Daniel und der Dave. Das bin und ich. Genau, wir fangen jetzt einfach mal an mit der ersten Frage. Ja, wir wissen eigentlich schon so ziemlich genau, was wir spielen werden, weil wir die Setlist nämlich auch jetzt auf unsere Deutschland-Tour mit Emil Bulls spielen. Und zwar werden dabei sein Monster Crazy, es wird ein neuer Song dabei sein, Fame, es wird Day to Day Tragedy dabei sein, Wasted and Useful, unser kleiner Geheimtipp für alle, die ihn nicht kennen. Wolves in the Walls. Genau. Unsere Single Carry Me Away. Genau, und Sky, und wenn ihr dann noch einen Song mehr wollt, müsst ihr das einfach sagen und dann gibt es noch einen Überraschungssong. Ja, sagt uns doch, welchen ihr gerne live mal hören möchtet. Ja, unser Gitarrton live und auch im Studio teilweise wird mit Camper Amps gemacht. Camper ist so ein Verstärker, der andere Verstärker reproduzieren kann und imitieren kann und werden von der Firma auch ein bisschen unterstützt. Aber das ist ein richtig geiles Teil und sehr vielfältig, hat viele Effekte drin und wir haben da einfach lange gesucht nach unserem perfekten Sound und ja, den haben wir jetzt immer dabei. Natürlich. Awesome. Architects, awesome. The Band ist pretty cool. Ist ziemlich, Band. Ziemlich geile Band, gefällt uns sehr gut und hat uns auch viel inspiriert über die Jahre. Vielleicht gibt es mal die Möglichkeit, mit den Jungs auf Tour zu gehen. Das wäre richtig, richtig groß für uns. Ich würde sagen 150, oder? Also unsere erste Show war noch ohne Dave, wenn man jetzt die NSOK-Show nimmt, die erste. Aber die war sehr gut besucht, weil viele uns sehen wollten und gucken wollten, was wir da uns ausgedacht haben für eine neue Band. Also, man kann erst mal sagen, dass die Frage falsch ist, weil es müsste eigentlich was it hard to learn English for you guys? Aber man muss sagen, da wir das hier in Deutschland in der Schule lernen, ist das jetzt nicht so das große Problem gewesen. Also beim Texteschreiben merkt man das auf jeden Fall, dass es nicht unsere Muttersprache ist. Aber wir haben uns dafür damals entschieden, Englisch zu singen, weil das einfach besser zur Musik passt, das klang besser. Auch jetzt, wo wir in Amerika waren, das Album aufgenommen haben, da haben natürlich die Engineers und unsere Producer Will Putney und Joey Sturgis auf die Texte geguckt. Von daher, das erleichtert uns dann vieles. Aber es ist schon eine Herausforderung, nicht in seiner Muttersprache Texte zu schreiben. Also ich bin mal richtig böse auf die Fresse gefallen, und zwar im Rückwärtssalto und bin so knapp mit meinem Kopf vor den Drumriser gelandet. Und das war natürlich nicht so cool, aber da hatte ich Glück im Unglück. Wir hatten mal einen Auftritt in Weimar und da wollte ich ganz geil auf den Hocker steigen und mega Rockstar sein. Und da ist unter meinen Füßen der Hocker zusammengebrochen und dann habe ich ewig gebraucht, bis ich den wieder hingestellt habe. Ja. Dementsprechend war die Pause etwas länger in dem Song als gewohnt. Erster Auftritt mit NSOK, erster Moshpart mit NSOK und ins China-Becken fällt die Bühne runter. Auch gutes Ding. Grundsätzlich immer nur NSOK-Bier. Ein bisschen inspiriert von Augustiner vom Geschmack. Aber ansonsten, ich würde es gerne aufmachen. Dave, kann ich kurz dein Wasser haben? Jetzt ist mein Wasser gut genug dafür. Ne? Also mein wirkliches Lieblingsbier ist Weißenhoher Klostersud. Richtig guter Geheimtipp. Prost. Oh, ist geil kalt, ey. Na, ich bin ganz ehrlich, ich trinke auch ganz gerne Becks. Aber heute nicht. Sky kalt. Definitiv. Ja, teilweise. Und wie kommen wir auf die Ideen? Das ist purer Zufall. Das kann mal ein Film sein, das kann mal ein Buch sein. Oder auch eine Ereignis, Situation, was einem passiert. Ja, oder die Freunden passiert sind. Also es sind definitiv Sachen, die auch sehr mit uns zu tun haben. Bei mir ist es momentan North Lane. Bei mir momentan Bring Me the Horizon. Ich nenne da gerne immer so Evergreens wie Deftones und Turbo Negative.
Bei mir sind es Boys It's Fire und Poison the Well. Ja, Songs. Ich nehme auch gleich einen Song von der Band. Und zwar ist das Quantum Flux. Ja. Drown, bester Song 2014. Digital Bath. Ich nehme da als besten Song Kim Wilde mit Out of Step. Bester Song 84. Durch fucking. Ja, also das ist, glaube ich, vor allem durch mich gekommen, weil ich halt auch Musikproduzent bin und ihn schon ein bisschen länger kenne. Und wir haben schon früher ein bisschen zusammengearbeitet. Und zum Beispiel hat er auch unser erstes Album gemastert, daher kannte er uns schon. Und da habe ich ihn einfach gefragt und dann passte das ganz gut. Genau. Normalerweise kommt man aber wirklich nicht so leicht an den Rand, glaube ich. Also wenn man halt normal fragt. Wenn man sehr viel Geld hat, glaube ich, ist das möglich. Dann, das geht, ja. Was wir hatten kein Geld, das spricht für uns. Erstmal danke. Wir lieben dich auch. Genau. Vielleicht. Vielleicht. Ja, musikalische Vorbilder. Also wir haben ja schon gesagt, welche unsere Lieblingsbands sind momentan. Das sind natürlich große Einflüsse. Ansonsten sind das jetzt so viele, dass es quasi den Rahmen sprengen würde. Wir versuchen uns aber, glaube ich, großteils auf uns selber zu konzentrieren und uns das zu machen, worauf wir Bock haben, was für uns cool klingt, was unser Sound ist. Und wenn uns jemand inspiriert hat, dann ist es natürlich während des Prozesses der Aufnahmen geschehen. Das waren dann unsere Producer Will Putney und Joey Sturgis. Danke erstmal. Mit 50 weiß ich nicht. In dem Stil wahrscheinlich nicht. Also Musik machen, für mich auf jeden Fall. Ich werde, glaube ich, bis ins Ende meiner Tage Musik machen, weil es ist einfach... Man muss. Wenn man einmal ein Musiker ist, ist es, glaube ich, schwierig aufzuhören. Ohne, ja. Man kann nicht mehr ohne. Ich kann mir auch vorstellen, mit 50 Jahren noch auf der Bühne zu stehen. Dann. Also ja. Irgendwie, auch wenn es nur eine Coverband ist, Hauptsache auf der Bühne stehen und irgendwie Musik machen. Ich hätte dann so Bock auf Power Metal. Mit Lederhose. Hearts on Fire. Norbert sagt dazu nichts. Für ihn ist das schon Norbert ist schon 50. Bei mir wäre es definitiv Limp Bizkit. Mit denen würde ich so gerne mal spielen. Bei mir wäre es Slipknot wegen dieser Riesenshow, dieser Riesenbühne. Deftones und unbedingt Silverstein nochmal. Ich hätte Bock auf Linkin Park. Ich glaube, die Produktion ist echt fett. Ja, also arbeiten, arbeiten, arbeiten und nochmals arbeiten. Also practice, practice and practice again. Genau, einfach immer dranbleiben, arbeitet an euren Schwächen und versucht rauszukriegen, was den Leuten an euch gefällt und was denen nicht gefällt, versucht das auszumerzen und dann immer weitermachen, nie aufgeben. Habt Spaß an der Sache und bleibt euch treu und damit kann es, glaube ich, jeder schaffen. Ganz einfach im Proberaum. Wir wollten einfach Lust, Musik zu machen. Genau. Und so haben wir uns dann gegenseitig... Fünf Leute, die Musik machen wollten und sich gesucht haben. Es gibt dann immer weniger Leute, die das wirklich richtig gut machen wollen und da auch viel Zeit, viel Geld investieren wollen. Und so trennt sich die Spreu vom Weizen, so haben wir uns dann irgendwann gefunden. Über viele Jahre, muss man sagen. Über viele Jahre, genau. Wir können uns nicht leiden, aber es ist halt das, was übrig geblieben ist. Genau. Wir haben auf jeden Fall alle wir teilen die gleiche Leidenschaft und haben auch einen gemeinsamen musikalischen Nenner und so funktioniert das dann. So ist es entstanden. Also, es wird keinen Song auf Deutsch geben von Ends Okay, jemals, so viel kann man sagen, weil es ist einfach nicht die Sprache der Band. Wir haben uns auf Englisch geeinigt und wollen ja gerne Haftbefehl-Cover. Genau, dieses Projekt, diese Band Ends Okay, dafür passt die deutsche Sprache nicht zum Sound einfach und das werden wir auch nicht machen. Wir werden auf jeden Fall euch treffen auf der Tour und wir werden euch Autogramme geben, was auch immer ihr wollt. Ihr müsst einfach nur zu uns an den Merch-Table kommen. Ja, wir spielen auf jeden Fall nur die Hälfte der Tour, weil wir es einfach zeitlich nicht wirklich geschafft haben, die ganze Tour zu spielen, weil wir sind jetzt sowieso schon das erste Vierteljahr so viel unterwegs gewesen, dass es quasi ein bisschen schwierig wird momentan, das alles noch zu organisieren. Wir wollen ja auch uns weiter noch entwickeln neben den Touren. Und so haben wir einen Kompromiss gefunden, weil wir unbedingt nach UK kommen wollen, dass wir halt wenigstens die erste Hälfte der Tour spielen.
ist. Ich finde es cool, wenn Leute Tattoos sich inspirieren lassen durch irgendwelche Artworks oder irgendwelche Designs von uns. Finde ich cool. Und ich denke, der Rest der Band ist auch cool damit, dass Leute unsere Symbolik tragen auf ihrer Haut. Gefallen. Ist cool damit, ist ein bisschen untertrieben. Also das ist halt, bedeutet uns mega viel, wenn Leute das machen, weil das ist ja wirklich was Lebenslanges. Und dass wir dann so eine wichtige Rolle bei denen spielen in ihrem Leben, das ist schon eine krasse Sache für uns und das motiviert uns auch weiterzumachen. Also ich glaube, wir sind uns einig, die Tour war mega geil. Mega krasse Erfahrung, ja. Vor so vielen Leuten in so einer kurzen Zeit zu spielen, das kannten wir vorher noch nicht. Und also es war einfach eine geile Erfahrung für uns und wir wollen da auf jeden Fall jetzt weitermachen und das nicht missen wollen. Und was war jetzt die zweite, also euer persönliches Highlight? Für mich persönlich war das eine Show in Wiesbaden. Das war somit der größte Halle, muss man schon sagen. Die war richtig voll, die Wall of Death, die wir gemacht haben, war mega und alle haben uns total abgefeiert. Das Drumherum war auch geil, der Backstage war geil und so möchte man es immer haben. Ja, mein persönliches Highlight, mal abgesehen von den ganzen Shows, sind halt die Leute, die man da kennengelernt hat. Die waren alle total nett, teilweise ist man heute noch mit den Leuten in Kontakt und hoffentlich auch noch etwas länger. Ja, bekommen wir dieses Bier hier zum Beispiel, das war ein Fangeschenk, ziemlich geil. Aber das ist nicht alles gewesen, sondern also wir kriegen echt inzwischen immer mehr und das freut uns auch immer wieder und jeder, der uns was schenken möchte, kann es gerne tun. Auch Geld. Auch Geld. Ja. Oh ja. Also wir waren sogar schon mal in Kiel, oder? Ja, wir haben schon mal in der Pumpe gespielt und es war mega geil und wir freuen uns sehr darauf, wieder diese Bühne rocken zu dürfen. Bei mir war das eine Band, ich kann mich noch genau erinnern, die hieß OPM, die hatten damals einen Song namens Heaven is a Halfpipe und okay. Ich habe damals auch Tickets gewonnen und das war ziemlich geil, weil ich direkt neben der Bühne stand und ja, das war eine geile Erfahrung. Ja, mein erstes großes Konzert war Machine Head in Leipzig. Da waren eigentlich alle von uns. Irgendwann und wir kannten uns noch nicht und irgendwann hat es jeden zusammengeführt. Ja. So ein witziger Funfact. Richtig lustig. Mein erstes Konzert als Fan war Kelly Family. Ich glaube, es war Kelly Family. Ich top das noch. Aber als Fan wohlgemerkt. Als Fan. Aber kurz danach war es Britney Spears. Das war geiler und größer. Kelly Family war nur so nebenbei, weil die viel kostenlos gespielt haben. Und Britney Spears war dann so auch mal. Da habe ich auch Geld für bezahlt. Ja, meins viel war, Geld. Meins war, ich bin ja auch ein Kind der 90er, DJ Bobo. Wenn ihr nicht kennt, googelt einfach danach. Nein, macht's nicht. Ich würde gern auf der Full Metal Cruise spielen. Kreuzfahrt und zocken auf einer Bühne, auf einem Schiff. Das ist mega geil, denke ich. Ich würde sehr, 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 sehr gerne, egal wo, mal bei irgendeiner WrestleMania spielen. Ja, ich würde auf jeden Fall gern mit der Band mal nach Japan. Ich liebe Sushi und ich habe schon lustige Geschichten gehört von den japanischen Fans, die sehr, sehr höflich sind und während der Showpausen nie etwas sagen. Sie warten dann sehr, sehr höflich, bis es dann weitergeht. Manche Bands denken dann, die kommen nicht an oder so, aber das ist, weil das die Kultur ist. Bei mir ist es, glaube ich, alles, was in Amerika stattfindet. Ich möchte, dass wir unbedingt mal durch Amerika touren. Die Bob-Tour. Genau. Das ist eins unserer großen Ziele, auf jeden Fall eines Tages mal Amerika zu touren und wir würden alles dafür tun und wenn ihr aus Amerika kommt, unterstützt uns, erzählt euren Freunden davon, damit wir das auch eines Tages endlich machen können. Finde ich persönlich die beste Frage von allen, weil wir spielen jeden Song eigentlich mit Playback. Eigentlich spielen wir gar nicht richtig. Also die Frage ehrt uns erstmal, weil es ja zeigt, dass der Gesang sehr, sehr gut ist und er ist nicht Playback. Ja, also danke. Danke. Nein, also wer das nicht glaubt, der kann gerne mal zu uns kommen und gucken, wie das so klingt im Proberaum oder so. Also das ist alles so, wie das ist. Und, also wir können davon noch nicht leben, aber wir arbeiten auf jeden Fall dran und machen deshalb immer weniger neben der Band. Wir versuchen das... Wie ich zum Beispiel. Ich studiere. Dass ein Prof sieht. Ja, also mein Prof hat mich seit 2 Jahren nicht gesehen. Okay.
Ja, dann haben wir doch schon das beantwortet. Genau. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Leider gibt es davon schon ziemlich geiles Cover. Ja, Alien Farm haben das echt gut gemacht. Ja. Und das können wir nicht toppen. Das geht nicht. Aus Spaß können wir das mal probieren. Vielleicht für live. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Das ist auf jeden Fall in Deutschland und in Österreich entstanden. An der Ostsee, am Strand, in Bayern, im Wald. In Österreich im Gebirge und die Bandszene haben wir irgendwo in Dresden gedreht, in so einem komischen alten Haus. Und ja, es ist dadurch quasi so ein Deutschland-Österreich-weites großes Ding gewesen. Wir sind weit gereist dafür. Das war Teil 1. Wir haben so viele Fragen, dass wir auch noch einen Teil 2 machen. Ich hoffe, es war interessant, lustig, bescheuert, wie auch immer. Unser AskFM-Account existiert weiter und wir werden immer wieder dort Fragen beantworten oder weitere Videos machen. Also immer dranbleiben. Lieblingsbands und Songs. Wir fangen mal mit den Bands an. Bei mir ist das momentan Bring Me The Horizon und Northlane. Was hat der Bring Me The Horizon? Ich hab doch gesagt, der eine und ich hätte Bring Me The Horizon gesagt. Ich weiß es jetzt nicht. Das wusste ich nicht. Kannst du mal Rick Astley sagen? Du kannst dich doch auch nehmen. Du kannst doch die gleiche Band nehmen. Ich sag doch nicht nochmal Bring Me The Horizon. Das ist bescheuert. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Jeder muss es sagen. Nein, wir dürfen nicht die gleiche Lieblingsband haben. Nein, aber das ist... Ich bin echt betrunken gerade. Es wäre halt vom Ablauf cool gewesen, wenn du jetzt einfach nur eine gesagt hättest. Ja, ist betrunken. Okay. Okay, nochmal. Du sagst einfach deine Mumm.